Und in Essen begrüße ich jetzt sehr herzlich Irene Meyer. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Schönen guten Abend nach Essen. Guten Abend. Frau Meyer, erzählen Sie uns und den Zuschauern doch mal ganz praktisch, was ist heute so im Laufe dieses Mittwochs an Sie herangetragen worden, an Problemen, an Sorgen, an Nöten? Ja, leider doch eine ganze Menge an Sorgen und Nöten, und zwar aus allen Bereichen, sowohl aus den Krankenhäusern als auch aus den Pflegeheimen, als auch aus dem ambulanten Versorgungsbereich und natürlich auch aus der häuslichen Pflege. Und es gibt sehr unterschiedliche Situationen, die die Kollegen aus den jeweiligen Bereichen berichten. Aber alle berichten, und das ist auch das vordergründigste Problem, alle berichten tatsächlich über die mangelnde Schutzausrüstung, die ihnen fehlt in allen Bereichen, sowohl Kittel wie Masken, wie Handschuhe, aber insbesondere die Schutzmasken, die fehlen. Also das ist ein Hauptproblem, wo natürlich die Pflegenden selbst zum einen Sorge haben um die Ansteckung der Kranken, der Pflegebedürftigen in den Heimen, aber natürlich auch um sich selbst Sorgen haben. Also das ist ein ganz großes Problem. Sie erzählen aber auch, dass es schon merkwürdige Entwicklungen gibt, gerade in den Kliniken, die zum Beispiel jetzt in der Vorsorge auf die Zunahme der infizierten Patienten durch die Pandemie leere Betten haben, führt es teilweise zu paradoxen Entwicklungen, dass Pflegende in Urlaub geschickt werden oder Kurzarbeit angemeldet wird, um eben Arbeitszeiten frei zu machen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt ja, genutzt werden sollen. Unsere große Sorge dabei ist, was die Pflegenden da berichten, dass unter so einer Strategie sehr leicht auch eine Überforderung, eine Überbelastung entstehen kann, wenn nicht ausreichend Erholungspausen genommen werden können und Entlastung bzw. Erholungsphasen für die Pflegenden möglich sind. Also das ist eine Fehlentwicklung, die wir für im Management wirklich auch kritisieren. Das ist eine ganze Palette, die Sie gerade aufgezählt haben, von bis. Aber ist ja gar keine Frage. Aber es klingt auf jeden Fall so, als sei die Situation bereits extrem angespannt. Wenn man allerdings bedenkt, dass über das Thema Pflege generell ja eigentlich schon seit Jahren in Deutschland diskutiert wird, nun kann man der Bundesregierung in dieser Situation ja wahrscheinlich nicht vorwerfen, dass sie nichts tun würde. Aber wo fehlt es ganz vorneweg? Ist es die Schutzkleidung? Und haben Sie den Eindruck, da wird eben nicht selbst bei den Masken genügend ausgeliefert, weil es gegebenenfalls gar nicht genug gibt? Oder ist das ein Problem tatsächlich auch in den Einrichtungen selbst, also auch in den Kliniken, dass da falsch priorisiert wird? Also wir haben ja in den Kliniken, bleiben wir mal bei den Kliniken, unterschiedliche Verhältnisse. Es gibt Kliniken, die sind gut ausgestattet, die haben auch noch Vorräte für einige Tage. Und es gibt Kliniken, die haben Vorräte, die reichen gerade mal die nächsten zwei Tage. Also es gibt ja nicht das, was man eigentlich wollte, dass man zentral steuert und dass alle ausgewogen mit Masken beliefert werden. So ist es eben nicht. Ich denke schon, dass es tatsächlich an den Masken fehlt, dass sie nicht irgendwo gelagert werden und nicht ausgeliefert werden. Das halte ich für nicht denkbar. Aber wir haben unterschiedliche Verhältnisse in den Kliniken. Und die Kliniken sind möglicherweise sogar noch am besten dran. Wir haben dramatische Situationen in der ambulanten Versorgung. Da haben wirklich die Pflegenden keine Schutzmasken und sie müssen halt auch infizierte Patienten versorgen. Nicht nur, sag ich mal, Corona. Corona überdeckt ja im Moment alles, aber wir haben auch MRSA-Patienten in der ambulanten Versorgung. Da sind Schutzmasken genauso erforderlich wie für Corona-infizierte Patienten. Also das Thema Schutzmasken, die fragten danach, was ist ein großes Problem? Das Thema Schutzmasken, Schutzausrüstung, Kittel ist sicherlich im Moment das größte Problem. Das zweitgrößte Problem sind aber die fehlenden Pflegenden. Blicken wir noch genau auf diese Situation. Welche Sorge, welcher Druck herrscht gerade bei der Anzahl an Personal, ja auch in der ambulanten Pflege, in der privaten Pflege, wenn man bedenkt, dass an den Grenzen ja im Moment niemand selbst als EU-Bürger durchkommt. Und da ist man ja insbesondere auf Pflegekräfte aus Osteuropa angewiesen. Wann laufen wir da in wirklich eine extrem gefährliche Zone?
Ich glaube, das, was wir auch schon immer wieder an unterschiedlicher Stelle hören, ist zutreffend, dass mit allen Kräften versucht wird, die häusliche Versorgung bis Ostern stabil zu halten. Allerdings unter dem schon genannten Einreisestopp und das auch pflegende nicht pflegende, sondern die häusliche Versorgung übernehmende, nicht aus ihren Heimatländern kommen, aus Angst vor Ansteckung, aber auch Sorge um ihre Familien. Einreisestopp ist das Nächste. Dass wir nach Ostern wirklich dramatische Verhältnisse erwarten dürfen. Da sind 300.000 pflegende Versorgende, die hier im Land sind, die werden fehlen. Und damit sind über 200.000 Haushalte tatsächlich dann ohne die notwendige Unterstützung in der häuslichen Umgebung. Dann hoffen wir, dass die entsprechenden Maßnahmen noch vor Ostern beschlossen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, Irene Meyer, nach Essen.